Und hier bin ich jetzt in dem zweiten Gang der Rollregalanlage unseres Archivraums 1 und stehe vor dem Regal mit den Produktionsunterlagen zu Filmen von Rainer Werner Fassbinder. Das ist ein kleiner, großer, ungehobener Schatz, beschriftet mit Lilo und fortlaufend nach den Jahreszahlen. Lilo ist die Mutter von Rainer Werner Fassbinder, Lieselotte Eder, die die Buchhaltung hauptsächlich für Fassbinder gemacht hat, aber nicht nur die Buchhaltung, sondern ihn auch hinter den Kulissen unterstützt hat und auch vor der Kamera immer wieder als Lilo Pempeit in kleinen Nebenrollen aufgetreten ist. Frau Eder hat alle Belege gesammelt und in diese Ordner verbracht. Der erste Ordner beginnt 1969 mit Liebe ist kälter als der Tod, eine Produktion des Antitheaters X-Film. Und wenn wir in die Ordner blicken, dann sind dort Belege, Quittungen, es steht drauf, von Rainer bezahlt, Abrechnung bis hin zum kleinsten Telefonat für die entsprechenden Vorlagen am Finanzamt. Und als Beispiel würde ich hier ganz gerne einen Ordner herausziehen zur Warnung vor einer heiligen Nutte, zu den Dreharbeiten im Hotel in Sorrent. Das ist dieser Ordner, der die Nummer trägt: Lilo, Römisch 1, Schrägstrich Arabisch 11, 1970. Und hier in diesem Ordner kommen wir beispielsweise zu einem Beleg, der die Hotelkosten für das Grand Hotel Royal in Sorrent auflistet. Mr. Antitheater hat für 800.000 Lire damals genächtigt. Und hier steht auch schön in grüner Schrift dann vermerkt, wie der Umrechnungskurs ist und die Summe in entsprechenden D-Mark. Gegenüber den Produktionsakten von Fassbinder, den sogenannten Lilo-Akten, befindet sich eine große Sammlung an VCR-Kassetten, Videoaufzeichnungen von Fernsehsendungen, die in der Wohnung von Fassbinder und Juliane Lorenz gesammelt wurden, aufgezeichnet wurden in der Clemensstraße in München. Hier sind Namen der Weltfilmgeschichte vorhanden, speziell natürlich seine Favoriten wie Douglas Sirk, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, aber auch deutsche Produktionen, Große Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner, aber Wolfgang Staudte Filme sind dabei. Und diese Dokumentation von Filmen, die er sich immer wieder auch angeschaut hat, gemeinsam mit Juliane Lorenz, geht auch so weit zu Marx Brothers oder einer Kollektion von Loriot-Sketchen, die im Fernsehen aufgezeichnet wurden.